einen dauerhaften Frieden in Europa gibt es nur mit Russland und nicht gegen Russland. Also die Ostsee, die ist jetzt sozusagen mit einem NATO-Beitritt der Finnen und der Schweden ist es ein Binnenmeer der NATO, ja. Und wenn die Ukraine der NATO beitritt, dann ist das Schwarze Meer auch ein Binnenmeer der NATO, nicht? Weil das sind die Ukraine und die Türken, da sitzen dann drauf. Heute habe ich einen ganz besonderen Beitrag für euch. Bei mir im Gespräch war Herr General Günther Greindl. Herr General Greindl war lange Zeit Kommandant der UN-Truppen im Ausland. Er war dann auch Militärrepräsentant bei der EU und der NATO vom österreichischen Bundesheer. Und er war bei ganz, ganz vielen Auslandseinsätzen dabei. Das heißt, er hat nicht nur internationale Beziehungen, sondern auch Erfahrungen im Krisenmanagement, Erfahrungen bei UN-Einsätzen. Und da der ehemalige UN Force Commander dafür bekannt ist, sich nichts vor den Mund zu nehmen und die Dinge genauso zu sagen, wie sie sind, freue ich mich sehr, dass er heute bei mir zu Gast ist. Wir sprechen über das Thema Ukraine-Krieg und es gibt, wie ihr vermutlich schon erwartet habt, eine etwas differenzierte Herangehensweise zu dem, was man sonst so zu hören bekommt. Viel Spaß. Willkommen, Herr General. Guten Tag, ja, freue mich, da hier zu sein. Starten wir direkt, Herr General, mit der ersten Frage, und zwar beim Ukraine-Krieg. War der Schritt von Wladimir Putin eigentlich vorhersehbar? War das vorherzusehen, dass er in die Ukraine einfallen wird? Ja, es ist nie vorherzusehen, nicht nur die Zukunft, das kann man nicht sagen. Aber was man sagen kann, ist, dass wir in den 90er Jahren eine sehr gute Verständigung in Europa hatten. Wir hatten also mit der OSZE, das ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, ein Instrument, wo wir also vertrauensbildende Maßnahmen durchgeführt haben. Ich war ja selbst der Leiter der Abteilung oder der Gruppe für Sicherheitskooperation und wir sind da also mit Militärbeobachtern herumgefahren in Europa und haben also die Truppen da beobachtet und hatten auch andere vertrauensbildende Maßnahmen. Und dieses Vertrauen hat leider sukzessive seit 1990 gelitten. Ja, 1990 hatten wir ja die Charta von Paris. Als ich die gelesen habe, damals habe ich mir gedacht, na, jetzt haben wir einen Friedenskodex sozusagen für Europa gefunden, aber der hat sich leider immer mehr verflüchtigt und man muss natürlich sehen, dass Russland da besonders irritiert war durch die Aktionen, die zum Teil gesetzt wurden. Wir sprechen da hier nicht nur von der NATO mit ihrem Beschluss, Out-of-Area-Einsätze zu machen. Ja? Also Out-of-Area-Einsatz heißt, dass die NATO beschlossen hat, damals auch als Krisenmanagement oder als Akteur, als globaler Akteur tätig zu werden. Ja. Und dann kamen natürlich auch die ersten Erweiterungsschritte. Und besonders kritisch ist natürlich die Ukraine, die sich ja anfangs neutral erklärt hat und dann immer mehr aber ihre Neutralität sozusagen abgelegt hat und dann eben 2008, das war, glaube ich, ein richtiger Wendepunkt, wo die NATO der Ukraine die NATO-Mitgliedschaft angeboten hat, zusammen mit Georgien. Ja. Und damals hat Russland schon reagiert, das war dann in Georgien, da kam es also auch dort zu einer Auseinandersetzung. Ja. Und dann 2014 war, wie gesagt, also dann noch einmal eine weitere Verschlechterung der Beziehung mit der Revolution und mit dem Maidan und dann eben der offiziellen Erklärung der Ukraine, der NATO beitreten zu wollen. Und wir wissen ja, dann gab es zum Krimkrieg, ja, und auch zu dieser Abspaltung der Republiken in Donetsk und in Lugansk. Und ja, und man kann eigentlich sagen, dass seit 2014 die Beziehungen sehr schlecht sind, sowohl zwischen der Ukraine als auch Russland, aber auch zwischen Europa und Russland und zwischen Amerika und Russland. Und die Dinge haben sich dann halt leider immer verschlechtert, ja, bis es eben doch zu dieser bewaffneten Auseinandersetzung gekommen ist, die natürlich jetzt
die Friedensordnung in Europa erschüttert. Ja. Wie schätzen Sie denn aktuell die Rolle der EU ein und der NATO? Sie haben die NATO gerade erwähnt, also im Ukraine-Krieg. Sie ist ja noch nicht aktiv involviert, also mit NATO-Truppen, soweit man das offiziell weiß, aber natürlich mit enormen Waffenlieferungen. Wie schätzen Sie das ein? Ist das etwas, was dem Konflikt eine Lösung bieten kann, oder wie sehen Sie das? Eine Lösung, wir sind natürlich, jetzt haben wir mal den Konflikt, ja, und was ist eine Lösung für den Konflikt? Also man kann einmal sagen, die NATO wird offiziell nicht eingreifen. Ja. Sie wird natürlich unterstützen, das tut sie ja mit Waffenlieferungen und so weiter, aber es werden keine NATO-Soldaten in die Ukraine entsendet werden und dort kämpfen. Ja. Also das hat die NATO ja ausgeschlossen. Ja. Aber wenn wir von einer Konfliktlösung sprechen, ja, da muss man natürlich davon ausgehen, dass eine Lösung, eine langfristige Lösung, und das war ja meine Erfahrung auch als langjähriger Kommandant von UN-Truppen, die gibt es nur, wenn es zu einem sogenannten Ausgleich der Interessen kommt. Ja. Und da muss man sagen, was sind die Interessen Europas, was sind die Interessen Amerikas, was sind die Interessen Russlands, was sind die Interessen der Ukraine. Also es müssen alle Staaten, diese Interessen muss man berücksichtigen, um zu einem dauerhaften Frieden zu kommen. Ja. Und ich erinnere daran, dass unser Jahrhundertjournalist, ja, Hugo Portisch, hat immer gesagt, einen dauerhaften Frieden in Europa gibt es nur mit Russland und nicht gegen Russland. Und ich glaube, das ist eigentlich die Krux dieses Problems. Man hat nie aufgehört oder es ist nie gelungen, Russland so einzubinden, dass nicht Russland sozusagen immer der Feind war oder Russland gesehen hat, Europa oder die NATO ist der Feind. Ja. Das ist nie gelungen. Dieses Vertrauen konnte man nie aufbauen. Und ich glaube, das wäre jetzt ein notwendiger Schritt. Natürlich ist die Voraussetzung, dass es zuerst mal die Waffen schweigen. Das war immer so. Also bei allen Konflikten müssen zuerst die Waffen schweigen. Und dann kann man versuchen, eine Lösung zu finden. Und das wird auch im Ukraine-Krieg genauso sein. Sehen Sie die Chance, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann? Also wir haben ja jetzt herausgefunden, es ist ja eigentlich nicht wirklich zielführend, weil das ja dann die Interessen nicht aller Beteiligten gewahrt wären. Aber jetzt rein aus militärischer Sicht, kann die Ukraine diesen Krieg überhaupt gewinnen, der sich jetzt schon seit vielen Monaten hinzieht? Also die Chance sehe ich überhaupt nicht. Ja. Der Krieg wird wahrscheinlich dann aufhören, wenn die gegenseitige Abnutzung so weit fortgeschritten ist, ja, dass man sagt, dass es ist militärisch nichts mehr zu gewinnen. Und der Krieg ist ja auch nicht militärisch zu lösen. Also ich bin ja vollkommen der Meinung von Leuten, die sagen, mit einem Krieg kann man keine Probleme lösen. Ja. Aber ein Krieg mischt sozusagen das Kartenpaket neu. Ja. Also es beginnt ein neues Verhandlungsspiel. Und das ist ja das Entscheidende, dass man das erkennt. Und ich denke, dass es wirklich notwendig wäre, und da wäre in Österreich auch als neutraler Staat, glaube ich, gut platziert, Verbindungen offen zu halten, nicht alles abbrechen, sondern ein Gesprächsklima, zumindest die Voraussetzungen für ein späteres Gesprächsklima wieder zu schaffen, gute Dienste anzubieten. Ja. Also das wäre schon eine sehr lohnende Aufgabe, glaube ich. Wir kommen dann noch auf die Neutralität Österreichs zu sprechen, aber davor noch eine Frage zur NATO. Und zwar möchte jetzt Schweden und Finnland der NATO auch beitreten. Wie sehen Sie das im aktuellen Konflikt? Sie sagen ja, das soll eine Präventivmaßnahme sein, dass Russland eben zum Beispiel diese Länder nicht überrennt oder auch invasiert. Aber die Frage ist, ist das nicht ein eindeutiges Zeichen, dass man hier noch mehr Eskalation möchte? Wie schätzen Sie diese neuen Vorhaben der NATO-Erweiterung ein? Ja, ich kann vollkommen verstehen, ja, dass Finnland oder Schweden entscheiden, sie wollen der NATO beitreten. Ja. Also die beurteilen das aus ihrer nationalen Sicherheitspolitik heraus. Ja. Genauso wie wir Österreicher ja unsere Sicherheitspolitik aus unserer nationalen geostrategischen Lage beurteilen sollen. So macht es auch Finnland, so macht das Schweden. Die Finnen haben immerhin eine 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland, ja, haben ihre eigenen Erfahrungen gemacht mit Russland. Also kann man das aus rein finnischer Sicht sicher verstehen. Ich persönlich bedauere es, ja, weil es wahrscheinlich
nicht zur Stabilität Gesamteuropas beitragen wird. Ja? Weil ich glaube, dass die Stabilität in Europa, ja, wie es ja in allen Erklärungen immer wieder erwähnt wird, dass die Sicherheit in Europa unteilbar ist. Ja? Was heißt das, dass sie unteilbar ist? Unteilbar heißt, dass alle Staaten Anteil an der Sicherheit in Europas haben, inklusive Russland. Ja? Und wenn ich daher sage, die Sicherheit ist unteilbar, da komme ich wieder zu dem Schluss, ja, wir müssen versuchen, ja, einen Modus zu finden, wie wir den Interessensausgleich der europäischen Staaten langfristig schaffen. Und ich habe schon mal vorgeschlagen in einem anderen Interview, wir brauchen faktisch wieder einen Wiener Kongress, ja, wie wir gehabt haben 1815, einen Wiener Kongress 2, wo alle Staaten dann zusammensitzen und jetzt diskutieren über die Sicherheit Europas und zu einer endgültigen Friedensordnung kommen. Und zwar nicht über Erklärungen. Meiner Meinung nach war die Schwäche der 90er Jahre und bis jetzt, dass man immer Erklärungen abgibt. Eine einseitige Erklärung. Die NATO hat eine Erklärung abgegeben, dann die Russen eine Erklärung abgegeben, dann die OECD große Beschlüsse gefasst. Aber es gab nie einen Friedensvertrag. Ja? Und was wir brauchen, ist, glaube ich, eine Friedenskonferenz, und zwar eine gesamteuropäische Friedenskonferenz, die endet mit Friedensverträgen mit den Staaten, wo auch dann die Grenzen und so weiter in Verträgen festgeschrieben sind. Das ist natürlich eine Herkulesaufgabe, aber ohne diese Aufgabe werden wir keinen dauerhaften Frieden in Europa finden. Und dann noch eine Frage zur NATO, und zwar ist ja jetzt ganz bezeichnend gewesen, die deutsche Verteidigungsministerin hat sich mit dem US-Verteidigungsminister in Ramstein getroffen und am selben Tag hat dann Deutschland entschieden, Waffen in die Ukraine zu schicken. Sehen Sie, dass die NATO hier eine sehr, sehr starke Macht bzw. einen sehr, sehr starken Einfluss auf die europäischen Nationen haben? Nicht nur beim Ukraine-Konflikt, sondern auch generell, dass die NATO und gerade auch die USA hier ihre Finger im Spiel haben, obwohl das ja eigentlich nicht ihre Angelegenheit wäre? Ja, das ist ja genau mein Ansatz, den ich auch immer wieder vertreten habe. Die EU beschwert sich immer oder jammert immer, kann man sagen, ja, wir sind also eine wirtschaftliche Macht in der Welt, aber ein politischer Zwerg. Ja, warum sind wir ein politischer Zwerg? Weil wir natürlich im Verbund mit der NATO, mit den amerikanischen Interessen konfrontiert sind, die nicht immer den europäischen Interessen entsprechen. Es gibt eben unterschiedliche Zugänge und ganz offiziell, ja, hat die EU beschlossen, dass sich die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik und damit auch die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik komplementär mit den US-Sicherheitsstrategien entwickeln sollen. Also es ist ganz logisch, ja, wenn ich also daher keine eigenständigen Interessen vertreten kann, weil ich gebunden bin an die, oder im Zweifelsfall wahrscheinlich die amerikanischen Interessen sich durchsetzen, dann bin ich ein politischer Zwerg, das ist ganz klar. Und deswegen bin ich eben ein Anhänger des französischen Vorschlags, dass die EU eine strategische Autonomie erlangt, ja, was im Endeffekt heißt, dass die EU eine eigenständige Verteidigungsunion bildet, so wie die Franzosen das an für sich vorgeschlagen haben, die auch Atomwaffen beinhaltet. Und dann wird auch die EU eigenständig, politisch eigenständig handeln können und weltweit dann wahrscheinlich nicht mehr als politischer Zwerg gesehen werden. Dann zum Thema Wirtschaftssanktionen. Sie als General mit viel Auslandserfahrung und auch viel Konflikterfahrung, wie schätzen Sie denn Wirtschaftssanktionen im Allgemeinen ein? Man sagt ja, man möchte damit den Krieg beenden. Das, was wir jetzt aktuell mitbekommen, ist ja, dass die eigenen Bevölkerungen der Länder, die diese Sanktionen verhängen, fast am meisten leiden müssen dadurch. Haben Wirtschaftssanktionen wirklich so ein hohes Maß an Druck auf ein Land wie Russland, dass es zu einem Ende des Krieges führen kann? Also Wirtschaftssanktionen ist natürlich eine große Problematik. Ja. Einerseits ist es, kann ich verstehen, ja, dass man sie verhängt, weil man sonst nichts machen kann. Ja. Militärisch kann man nicht eingreifen,
Tolerieren kann man das nicht, dieses Vorgehen. Die Russen haben natürlich das Völkerrecht verletzt, das stimmt, ja. Und daher muss man irgendetwas machen, ja. Aber objektiv gesehen erreichen natürlich Wirtschaftssanktionen kaum etwas, ja. Das sieht man ja, man, wie lange ist Korea, Nordkorea schon unter Wirtschaftssanktionen, wie lange ist der Iran schon unter Wirtschaftssanktionen, ja. Wirtschaftssanktionen schaden meist der Bevölkerung des sanktionierten Landes, ja, weniger der Führung, also die Bevölkerung leidet, das will man auch nicht. Das hat man gesehen im Irak, nicht? Ich war ja selber im Irak damals, wie Irak sanktioniert war, also da sind ja hunderttausende Kinder gestorben damals, ja, aufgrund der Sanktionen, weil eben Nahrungsmittel, Babynahrung und alles nicht verfügbar war. Und also sie wirken sich sehr negativ auf die Bevölkerung natürlich aus, ja. Sind eine politische Maßnahme, dass man so quasi irgendetwas tut. Aber kritisch wird es dann natürlich, wenn man Sanktionen ergreift, die einen selbst schaden. Ne? Und die EU-Sanktionen, das kommt mir vor, ja, dass man die wenig überlegt, ja, und jetzt plötzlich also die auf uns selber zurückfallen. Dann wird es natürlich noch einmal besonders kritisch, mit Sanktionen zu arbeiten. Aber wie gesagt, entscheidend wäre ein ernsthaftes Bemühen, ja, die Interessen aller einmal zur Kenntnis zu nehmen und nicht immer zu sagen, ja, das geht nicht, nicht wahr? Und die Russen sind halt einmal expansiv und die wollen ihr Imperium wiederherstellen und das ist ihr einziges Ziel. Man könnte auch einmal überlegen, ob nicht das Ziel der Russen auch wäre, nicht eingeschnürt zu werden sozusagen vom Westen. Denn wenn Sie die geostrategische Lage Russlands betrachten, ja, also die Ostsee, die ist jetzt sozusagen mit einem NATO-Beitritt der Finnen und der Schweden ist das ein Binnenmeer der NATO. Ja. Und wenn die Ukraine der NATO beitritt, dann ist das Schwarze Meer auch ein Binnenmeer der NATO, nicht? Also die Ukraine und die Türken, da sitzen dann drauf, also dass da die Russen gewisse Ängste haben, ja. Mag man verstehen oder nicht, aber man muss es zur Kenntnis nehmen, nicht wahr? Und eine Friedensverhandlung besteht eben darin, die Ängste auch zur Kenntnis zu nehmen und nicht nur zu sagen, ja, das ist ja alles keine Problematik, weil die NATO ist ja nur ein Verteidigungsbündnis, nicht? Was eben übrigens die NATO neu, es schon fraglich ist, ob das ein reines Verteidigungsbündnis ist, das muss man ja auch hinterfragen, ja. Sie sind ja auch dafür bekannt, dass Sie ein großer Anhänger von Deeskalation sind und von einem Miteinander. Daher meine Frage noch final zum aktuellen ukrainischen militärischen Konflikt. Sehen Sie als Lösung einen Kompromiss auch geografisch gesehen oder denken Sie, es kann nur wieder zurückzuführen zum Frieden, wenn die Ukraine das Staatsgebiet, das sie ursprünglich inne gehabt hat, wieder zurückbekommt? Oder wäre hier vielleicht sinnvoller zu sagen, wenn die Mehrheit der Donbass-Bevölkerung zum Beispiel zu Russland dazugehören möchte, dann wäre das im Sinne des Friedens und im Sinne des Schutzes der Zivilbevölkerung ein sinnvoller Kompromiss? Ja, ich glaube, nicht irgendwie eine Lösung vorgeben oder etwas sagen, weil das wäre genau der falsche Ansatz. Ich habe ja zum Beispiel, nur als Beispiel, ja, wenn unser Bundeskanzler in die Ukraine fährt und dann nach Russland und Putin trifft, ja, dann ist die Erwartungshaltung unserer Presse, er soll ihm sagen, nicht wahr, das ist also unglaublich, was er da macht und das können wir auf keinen Fall akzeptieren und so weiter. Das ist nicht die Rolle eines Vermittlers. Ja. Ein Vermittler würde zunächst einmal zuhören und sagen, was will der Putin wirklich? Was will die Ukraine wirklich? Was sind die Interessen der anderen Staaten? Ja? Und also Kanäle anbieten, um einmal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, was die Leute wirklich bewegt. Und für mich ist es ja so, dass die Neutralität der Ukraine war ja ursprünglich vorgesehen. Die haben ja eigentlich damals, unsere Staatenlenker haben ja damals begriffen, dass langfristig nur eine neutrale Ukraine einen dauerhaften Frieden in Europa garantiert wird, weil sonst hätte sie ja die Ukraine nie neutral erklären brauchen, ja, sondern es war damals schon ein Thema, nicht? Und wenn man auf die Karte schaut, sieht man ja, ich habe das erwähnt, nicht? Weil wenn die Ukraine der NATO beitritt, wird das Schwarze Meer zum Binnenmeer der NATO, nicht? Und das ist ja auch das Hauptproblem der Russen, glaube ich.
mit allen anderen Dingen, die heute da angeführt werden, da will ich jetzt gar nicht irgendwelche Meinungen abgeben. Aber mein Zugang ist eben, es braucht wieder Leute und man muss jetzt wieder anfangen, nicht ständig Kriegsrhetorik zu betreiben, sondern mal zu schauen, wo liegen Möglichkeiten des Kompromisses und was sind die wahren Ziele. Und was als Endeffekt von diesem Ukraine-Krieg herauskommt, weiß ich nicht. Aber vielleicht kommt das heraus, was man 1990 schon hatte. Ja? Ich weiß es nicht. Ja? Aber man muss es versuchen. Und eines ist klar, nicht wahr? Man kann, glaube ich, die Interessen Russlands einen Zugang zumindest beim Schwarzen Meer zu haben, wenn jetzt die Ostsee auch so quasi Binnensee der NATO wird, kann man nicht ganz vom Tisch wischen, glaube ich. Dann jetzt zur Frage der Neutralität. Sie haben es schon angesprochen. Ich höre immer mehr Stimmen, die auch aus Deutschland kommen, dass sie sich wünschen würden, dass Deutschland so wie Österreich neutral ist, dass Deutschland nicht mehr Teil der NATO ist. Daher ist jetzt die Frage, ist Österreich wirklich noch so neutral, wie man es uns immer einredet? Verhält sich Österreich wirklich neutral? Gerade weil wir ja auch viele Wirtschaftssanktionen gegen Russland mittragen. Ist Österreich noch wirklich neutral? Ja, ich denke schon, dass Österreich noch neutral ist, ja, aber außerdem die Bevölkerung fühlt, dass wir neutral sind und fordert ja das eigentlich, ja. Ich glaube allerdings, dass natürlich die Neutralität ja immer einem Mandel unterliegt und man aufpassen muss, dass man da nicht also auf Abwege gerät. Ja. Ich habe ja immer festgehalten, die Neutralität, unsere österreichische Neutralität wird durch drei große Gesetze sozusagen und Bestimmungen definiert. Das eine ist eben das Neutralitätsgesetz. Da können wir gleich Kritik anführen, nicht wahr? Wir haben nie eingelöst, das Versprechen, unsere Neutralität mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu verteidigen. Das wäre mal ein ganz wichtiger Punkt, um neutral, wirklich ernsthaft neutral zu sein. Warum ist das so wichtig? Weil der Neutrale natürlich einen gleichen Sicherheitsstandard garantieren muss wie sein Umfeld, wie seine Nachbarn. Ja? Und wenn wir das nicht machen, dann verletzt man quasi also diese Bestimmung der Neutralität. Das zweite ist die UN. Ja, wir sind ja gleich nach unserem Neutralitätsgesetz 3 Wochen später schon der UN beigetreten. Das heißt, wir haben uns damals schon gewaltig unterschieden von der Schweiz, haben sofort einen anderen Weg eingeschlagen. Meiner Meinung nach einen ganz richtigen, wunderbaren Weg einer modernen Neutralität, die sich der aktiven Friedenspolitik widmet. Ja. Und da möchte ich auch erwähnen, dass wir mit einem Beitrag von 100.000 Soldaten bis jetzt, ja, und Soldatinnen, doch einen gewaltigen Beitrag zum internationalen Frieden geleistet haben. Und daher lehne ich auch dieses ewige Rede vom Trittbrettfahrer, sicherheitspolitischen Trittbrettfahrer ab. Für den Weltfrieden haben wir sehr viel gemacht, viel mehr als alle anderen Staaten unserer Größe, ja, für die eigene Sicherheit zu wenig, das gebe ich zu. Und das Dritte ist halt jetzt der Beitritt zur EU und da wird es eben kritisch. Und meine Position ist die, würde die EU einen eigenen, eigenständigen Verteidigungsraum darstellen, ja, der nicht auf die NATO, also auf außereuropäische Staaten sich verlässt, dann wäre auch ein neutraler Staat in der EU ohne weiteres in der Lage, da mitzuwirken, weil ja dann dieser Staat nur sich verteidigen würde nach Artikel 51 der UN-Charta, also die Selbstverteidigung erlaubt, wenn man angegriffen wird. Ja. Und das Problem liegt allerdings dann in der Neutralitätspolitik. Ja. Und das haben wir jetzt, haben wir das Problem im Ukraine-Krieg, weil die Ukraine ist natürlich ein klassischer Neutralitätsfall. Und da haben wir natürlich, wenn wir die gesamte europäische Außen- und Sicherheitspolitik mitmachen, so wie sie sich jetzt im Ukraine-Krieg darstellt, kommen wir natürlich unter Druck. Und da müssen wir aufpassen, dass wir keine essentiellen Verletzungen der Neutralität erlauben. Das müssen wir auch nicht. Müssen wir auch nicht, weil es im EU-Vertrag gibt es ja die sogenannte Beistandspflicht, die aber eingeschränkt ist durch diese irische Klausel.
Und das haben damals die Iren hineinverhandelt. Und die Iren haben damals, muss man sagen, hineinverhandelt, was auch sehr gut für Österreich jetzt ist, dass man bei allen Aktionen den besonderen Status der Mitgliedstaaten berücksichtigen muss. Jetzt höre ich auch immer wieder, dass gerade, weil ja Karl Nehammer in der Ukraine, aber auch in Russland war, höre ich immer wieder das Argument, dass man Österreich als Vermittler ja gar nicht ernst nehmen könne, weil Österreich so ein kleines Land ist, militärisch und wirtschaftlich nicht so bedeutend wie die ganz großen Staaten. Wie sehen Sie das? Stimmt das? Kann man Österreich nicht ernst nehmen als Vermittler, gerade in so einem geopolitischen Konflikt, der ja mittlerweile schon fast ist? Na, erstens kann man einen Vermittler nur dann ernst nehmen, wenn er eben eine neutrale Position einnimmt. Also diese Voraussetzung hätte Österreich. Ja. Das zweite wichtige Kriterium ist, dass ein Vermittler irgendetwas bewirken kann. Ja. Auch das hätte Österreich, weil Österreich ist immerhin Gastland der OECD, Sitzstaat, ja. Und könnte hier als Gastgeber einer von mir ja immer wieder geforderten sozusagen europäischen Sicherheitskonferenz einmal sich anbieten, ja, und sagen, ja, wir haben alle diese Möglichkeiten, wir können das zur Verfügung stellen. Und drittens ist es wichtig, dass ein Vermittler nicht auftritt, und da bin ich sehr enttäuscht gewesen von unseren Berichterstattern, ja, dass ein Vermittler nicht auftritt und belehrend sozusagen die involvierten Parteien belehrt. Ja. Ein Vermittler nimmt jeden ernst, ja. Auch einen Aggressor. Ja. Und er muss seine Absichten ernst nehmen, er muss hinterfragen. Ja. Und der Vermittler hat auch keine eigene Meinung in dem Sinn, sondern stellt die Kanäle zur Verfügung und seine guten Dienste. Und das kann Österreich durchaus leisten, das haben wir auch schon bewiesen. Nur muss ich es mit Absicht und mit Umsicht anstreben, ja, und als solches wahrgenommen werden. Dann glaube ich, kann man da sehr gut agieren. Ja. Und da findet man auch andere Staaten, die dann einen unterstützen. Ja. Und natürlich muss ich mich mit allen dann vernetzen, ja, und Informationen als Vernetzung für Informationen arbeiten. Nicht? Das ist ganz klar. Also ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, ja, dass man, wenn man jemand auf Augenhöhe begegnet, und das wäre die Aufgabe des Vermittlers, ja, und nicht gleich kommt, ich habe die Wahrheit sozusagen und du bist im Unrecht und die anderen sind im Recht, und daher nimm mal zur Kenntnis, dass du etwas gemacht hast, was du nicht machen dürftest und so. Wenn man aber auf Augenhöhe begegnet, dass man dann ganz, ganz wichtige Dinge erreichen kann, die vorher vielleicht gar nicht so gesehen wurden. Die Frage der Neutralität ist ja auch in ihrem neuen Tun bei Aufbruch Österreich, hat auch eine sehr wichtige Rolle. Was genau tun Sie denn bei Aufbruch Österreich eigentlich? Was ist das genau? Wir erleben ja eine große Spaltung in der Gesellschaft, ja. Und mir kommt heute vor, dass jeder konkurriert mit dem anderen und will seine Meinung durchsetzen und den anderen den Arm umdrehen, anstatt mit ihm zu reden und ihm zuzuhören, ja. Und wir haben uns mit ein paar jungen Aktivisten, muss ich sagen, die waren eigentlich die Ideengeber, die dann auch an mich herangetreten sind und sagen, ja, du, was da in Friedensoperation und so weiter. Was können wir tun, um diese Spaltung in der Gesellschaft wieder zu überwinden, ja? Um wieder sozusagen auch die Eigenverantwortung der Bürger zu stärken, ja? Und das war eben das Moment, wo dieser Verein Aufbruch Österreich gegründet wurde. Und die Zielsetzung wäre eben die Versöhnung, des Ausgleichs, die Überwindung der Spaltung und das Anbieten von Lösungen und von Dialog. Ja. Und das Wichtigste ist immer wieder ein langfristiger Friede, auch in der Gesellschaft, kann nur erreicht werden, wenn die Würde und die Gleichwertigkeit der einzelnen Bürger gesichert ist. Ja. Ohne dem geht es nicht. Wenn ich versuche, eine Gruppe an den Rand zu drängen, ja, und sie als Idioten oder irgendwas hinzustellen, dann ist eine Gemeinsamkeit nicht möglich. Und das haben wir uns vorgenommen, hier Dinge zu machen. Wir machen sogenannte Thementage, ja,
Wir haben einen Thementag Pandemie gemacht. Da ist gestern der Bericht herausgekommen. Ich werde diesen Bericht dem Gesundheitsausschuss zuleiten. Ja, vielleicht liest ihn auch wer dort. Ja. Wir machen dann die Absicht, im Oktober einen Thementag Neutralität zu machen. Ja. Im Oktober wäre der richtige Monat, nicht wahr? Da haben wir unseren Nationalfeiertag. Ja. Und da wird man sehen, wie weit wir kommen. Jedenfalls Ziel ist es, Dialog zu fördern und Leute zu interessieren, mitzuarbeiten, dass wir wieder eine Gesellschaft werden, ja, die auch Freude hat. Ja. Unser Motto ist ja Friede, Freiheit, Freude. Ja. Was ich nämlich feststelle, ja, ist in Österreich, wir leben irgendwie in so einer Angstsituation. Ja. Angst vor dem Klimawandel, Angst vor dem Ukraine-Krieg, Angst vor der Pandemie, Angst vor, was weiß ich, den Zinsen, dass die steigen. Ja. Und wir müssen ja wieder versuchen, ja, an die Probleme positiv heranzugehen, Lösungen zu finden und vor allem auch wieder etwas Freude zu finden. Nicht? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Haben Sie abschließend noch einen Appell an die europäischen Staaten, wie sie denn am besten jetzt bei diesem Konflikt umgehen sollten, um den Frieden wiederherzustellen? Ja, der Appell an die europäischen Staaten ist, nachzudenken, ja, mit sich zu gehen, zu schauen, welche Lösungen sind möglich, was muss man machen, welchen Weg müssen wir beschreiten. Der Weg ist ja vorgezeichnet, es muss zu einem Waffenstillstand kommen, ja. Wie weit man den beeinflussen kann, ist schwierig zu sagen, aber auf das muss man hin. Und wenn es zu einem Waffenstillstand kommt, dann müssen wir, ich habe das schon vorgeschlagen, eine Art Wiener Kongress versuchen aufzustellen, wo dann alle Staaten am Tisch sitzen. Und das kann 1, 2, 3, 4, 5 Jahre dauern, dass man so lange verhandelt. Aber am Ende, ja, muss ein Friedensvertrag für Europa her. Keine Erklärungen, weg von diesen einseitigen Erklärungen, wir sind die Guten. Ja. Wenn ich die NATO-Gipfelerklärungen lese, ja, steht immer drin, nicht nur die NATO-Erweiterung ist ein Beitrag zur Stabilität Europas und so weiter. Ja. Das ist die NATO-Sicht. Ja. Die russische Sicht war eine andere. Es ist nicht ein Beitrag zur Stabilität. Ja. Also alle diese Dinge vereinen und berücksichtigen und am Ende muss stehen ein Friedensvertrag. Und ich glaube, dass das dann hoffentlich einen dauerhaften Frieden für Europa bringt. Dauer ist immer, also 100 Jahre wäre ja schon gut. Ne? Der Wiener Kongress hat immerhin 100 Jahre Frieden gebracht. Ja? Also wenn das gelänge, dann wären, glaube ich, schon alle glücklich. Ja? Aber ich glaube, es könnte gelingen, wenn man es ernsthaft anstrebt. Herr General, vielen Dank, dass Sie heute bei mir zu Gast waren. Gerne. Ja. Und ich wünsche dem Kanal alles Gute und vielen Dank. Schätze auch das Engagement von Ihnen. Ja, ist immer schön zu sehen, dass sich junge Leute engagieren, nicht wahr? Weil wir müssen auf unsere Jugend hinschauen, weil es ist eure Zukunft, nicht? Es ist nicht mehr unsere Zukunft. Wir können unsere Erfahrung einbringen, aber die Zukunft ist eure und ihr müsst euch, glaube ich, da engagieren und da gratuliere ich dazu. Vielen Dank, sehr wahr gesprochen. Ich wünsche Ihnen alles Gute.